Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine taktische EDC-Taschenlampe für euch. Und zwar geht es um die Trustfire T21R mit einer XRP 50.2 LED, 2600 Lumen im Turbo-Modus. Und wenn ihr wissen möchtet, was die Lampe hier so drauf hat, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht es direkt weiter. Ja, an der Stelle geht erstmal ein Dankeschön an die Firma Trustfire raus, die mir diese Taschenlampe für das heutige Video zur Verfügung gestellt haben. Danke dafür. Hier seht ihr es, 2600 Lumen maximal. Bei Trustfire gibt es übrigens 3 Jahre volle Garantie. Hier hinten haben wir die einzelnen Leuchtstufen oder Parameter der Lampe. Aber da gehe ich ja wie immer gleich im Detail noch näher drauf ein. Ja, dann schauen wir uns mal an, was wir hier alles so mit im Lieferumfang dabei haben. Wir haben zum einen ein einfaches Lanyard, ein USB-A auf USB-C Ladekabel, relativ kurz in dem Fall, so ca. 30 cm. Wir haben einen Ersatz-O-Ring. Und hier haben wir die Bedienungsanleitung, auch mit einem deutschen Teil. Das seht ihr hier. Auf der anderen Seite geht es dann weiter. Generell ist die Bedienung der T21R wirklich einfach. Im Prinzip braucht man da überhaupt keine Bedienungsanleitung dafür. Ja, außerdem mit dem Lieferumfang haben wir hier noch einen hauseigenen Trustfire 21700er Akku mit 5000 mAh. Verarbeitungstechnisch gibt es hier überhaupt nichts zu meckern. Das Gewinde ist sauber geschnitten, leicht gefettet, vergoldete Feder in der Endkappe. Ich habe euch ja schon einige Trustfire Taschenlampen vorgestellt. Unter anderem war es, glaube ich, die MC3, die MC5, MC12. Wer Interesse an den Lampen hat, beziehungsweise sich die Videos gerne mal anschauen möchte, der kann das natürlich gerne bei mir auf dem Kanal tun. Ja, dann haben wir hier den Heckschalter aus Gummi. Dann haben wir hier noch einen Seitenschalter. Hier haben wir einen Clip. Ja, der wird für viele wahrscheinlich etwas unglücklich angebracht sein, denke ich mal. Mich persönlich stört das nicht, weil wenn ihr die Lampe jetzt in eure Hosentasche steckt, schaut halt ungefähr ein Drittel der Lampe halt oben raus. Wie gesagt, mich stört das nicht, weil ich meine Taschenlampen nicht in der Hosentasche trage, sondern meistens in den Jackentaschen aufbewahre oder mit mir führe. Ich nutze den Clip eigentlich ausschließlich nur dazu, mich zu orientieren, den Seitenschalter im Dunkeln zu finden. Viele von euch kennen das bestimmt. Man im hellen den Knopf zu finden, ist natürlich kein Problem, ist klar. Aber ihr kennt das im Dunkeln, ihr habt die Taschenlampe in der Hand und dann sucht ihr den Knopf hier. Und ich mache es halt immer so, dass ich den Clip genau entgegengesetzt zum Seitenschalter positioniere. Und so habe ich immer sofort den Anhaltspunkt, wo sich der Seitenschalter im Dunkeln befindet. Probiert es mal aus. Also ich tue mich da auf jeden Fall wesentlich leichter mit. Ja, dann haben wir hier noch die Gummiabdeckung über der USB-C-Ladebuchse. Kann ich euch auch gerade mal zeigen, wie das Ganze während des Ladevorgangs aussieht. Da leuchtet nämlich jetzt hier im Seitenschalter eine LED dauerhaft rot, wenn der Akku in der Lampe aufgeladen ist, halt dementsprechend dauerhaft grün. Das Coole ist, dass während des Ladevorgangs immer noch der Moonlight-Modus nutzbar ist. Den könnt ihr in dem Fall über den Seitenschalter dann einschalten. Vielleicht nimmt der ein oder andere die Lampe mit zum Zelten und möchte die Taschenlampe nachts über eine Powerbank oder so aufladen. Und jedenfalls ist dann während des Ladevorgangs immer noch der Moonlight-Modus nutzbar. Finde ich eine sehr, sehr sinnvolle und coole Sache. Ja, kommen wir erstmal zu den Maßen der Taschenlampe. Die Länge liegt bei 128,9 mm,
Der Durchmesser am Lampenkopf liegt bei 26,8 mm und am Griffstück liegen wir zwischen 24,7 und 26,8 mm an der Endkappe. Das Gewicht ohne 21700er Akku liegt bei nur 70 Gramm. Mit 21700er Akku sind es 146 Gramm. Ja, hier vorne seht ihr noch hinter gehärtetem Mineralglas mit Anti-Reflex-Beschichtung. Ich glaube, das könnt ihr so ganz gut erkennen. Den Orange-Peel-Reflektor. Und da unten ist halt die XRP50.2 LED verbaut. 2600 Lumen im Turbo-Modus bei 12.996 Candela. Wasserdicht ist die T21R nach IPX8-Zertifizierung bis zu 2 Meter Wassertiefe. Die Leuchtweite ist mit 228 Meter angegeben und die Fallhöhe liegt bei 1 Meter. Also sollte euch die Lampe wirklich mal auf einen harten Boden fallen, wie auch immer, sollte diese nach dem Sturz, abgesehen vom äußerlichen Schramm, trotzdem noch funktionieren. Ja, insgesamt hat die T21R 5 Leuchtstufen und die gehe ich jetzt im Einzelnen mal genau mit euch durch. Also um die Lampe einzuschalten, müsst ihr den Heckschalter ganz durchdrücken. Jetzt sind wir im Moonlight-Modus. 2 Lumen in dem Fall für angegebene 52 Tage. Und jetzt könnt ihr einfach durch Drücken des Seitenschalters die Leuchtstufen nach oben regulieren. Dann geht es weiter mit Medium, 100 Lumen. Damit könnt ihr schon richtig was anfangen. Das werdet ihr auch später bei den Praxisaufnahmen noch genau sehen. Für angegebene 29 Stunden. Dann kommen wir in den High-Modus. 425 Lumen für angegebene 6,3 Stunden. Ja, dann kommen wir auch schon in den Turbo-Modus. Boah, ist das hell. 2600 Lumen für ca. 2 Minuten. Ich habe es mal nachgemessen. Also 2 Minuten bin ich im Turbo-Modus gekommen. Danach regelt die Lampe die Leuchtstärke dementsprechend langsam nach unten. Ja, und dann haben wir noch den Stroboskop-Modus. Seitenschalter drücken und halten. Ebenfalls mit 2600 Lumen. Ist übrigens egal, in welcher Leuchtstufe ihr euch befindet. Auch wenn ihr im Moonlight seid, drücken und halten, seid ihr immer im Stroboskop-Modus. Die Lampe verfügt auch über einen sogenannten Memory-Mode. Das heißt, die zuletzt genutzte Leuchtstufe wird bei Wiedereinschalten der Lampe automatisch eingeschaltet. Also wir waren jetzt eben im Moonlight-Modus, könnt ihr schon sehen. Also startet die Lampe auch wieder im Moonlight-Modus. Genauso ist es übrigens auch im Turbo-Modus. Also wieder einschalten, seid ihr automatisch im Turbo-Modus. Übrigens funktioniert das Ganze sogar hier in dem Fall auch mit dem Stroboskop-Modus. Also Lampe ausschalten, einschalten, Stroboskop. Dann ist es so, wenn ihr mal kurzfristig viel Licht braucht, gibt es den sogenannten Momentary-Modus. Da braucht ihr den Heckschalter nicht ganz durchdrücken, sondern nur antatschen praktisch. Und dann kommt ihr auch immer in die zuletzt genutzte Leuchtstufe. In dem Fall jetzt Turbo-Modus. So funktioniert das übrigens auch mit allen anderen Leuchtstufen. Sagen wir mal, wir sind jetzt im Medium-Modus. Wir schalten die Lampe aus. Ihr toucht den Heckschalter an und seid halt dann auch dementsprechend im Medium-Modus mit 100 Lumen. Ganz durchdrücken, dann ist halt die Lampe dauerhaft auf 100 Lumen eingeschaltet. Einen Akkuindikator hat die Lampe auch. Und zwar, wenn ihr diese einschaltet, leuchtet jetzt hier für ein paar Sekunden im Seitenschalter eine LED grün in dem Fall. Heißt, der Akku hat noch eine Kapazität zwischen 100 und 50%. Sollte die LED gelb leuchten, liegen wir zwischen 50 und 20%. Sollte die LED rot leuchten, liegen wir zwischen 20 und 5%. Und rot blinkend halt dann weniger als 5%, bis er halt dann irgendwann ausgeht. Preislich liegt man aktuell bei Trustfire im Shop bei 52,20 Euro.
Ihr könnt aber einen Rabattcode eingeben und zwar KL20, die Buchstaben groß geschrieben. Da bekommt ihr nochmal 20% Rabatt auf die Lampe. Übrigens nicht nur auf dieses Modell hier, sondern generell auf alle Taschenlampen, die ihr dort im Shop finden könnt. Ich verlinke euch das alles mal hier in der Videobeschreibung, also die Shopseite und auch den Rabattcode. Wer Interesse an der Lampe hat oder an anderen Lampen von Trustfire, der kann da natürlich gern mal nachschauen. Ja, ich würde sagen, das soll es mit den technischen Daten fürs Erste gewesen sein. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Praxisaufnahmen der wunderschönen Lampe und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen der Trustfire T21R mit 2600 Lumen in der höchsten Leuchtstufe. Ich bin jetzt gerade in der niedrigsten Leuchtstufe. Moonlight sind in dem Fall 2 Lumen. Da sieht man natürlich dementsprechend noch nicht allzu viel vor mir auf dem Boden. Auf der Kamera kommt es zumindest, glaube ich, nicht rüber. Ja, dann gehen wir mal in die nächst höhere Leuchtstufe. Medium 100 Lumen. Deutlich heller natürlich. Dann geht es weiter mit dem High-Modus. 425 Lumen. Ich glaube, jetzt könnt ihr den Hochsitz da hinten in ca. 30 Meter Entfernung schon einigermaßen gut erkennen. Ja, dann gehen wir in den Turbo-Modus. Wow, 2600 Lumen. Sehr beeindruckend. Die Lampe leuchtet sehr breit aus, hat ein schönes Lichtbild. Gefällt mir schon mal richtig gut, das Ganze. Ja, dann haben wir noch den Stroboskop. Ebenfalls mit 2600 Lumen. Nochmal den Turbo. So, ich habe nochmal den Standort mit der Trustfire T21R gewechselt. Ich bin gerade im Medium-Modus, 100 Lumen. Das Wasserhäuschen, das ihr da oben seht, ist ca. 20 Meter von mir entfernt. Also ihr seht schon, dass man mit 100 Lumen im Dunkeln schon richtig was anfangen kann. Ja, dann gehen wir mal in den High-Modus. 425 Lumen. Also ihr seht schon am Lichtbild der Trustfire, dass es sich hierbei um einen Fluder handelt, also um eine Taschenlampe, die ziemlich breit ausleuchtet. Die Leuchtweite ist ja mit 221 Meter angegeben. Ja, eins vorweg, so weit leuchtet die Lampe nicht. Aber ich denke mal, so 120 Meter sind auf jeden Fall drin. Ja, dann gehen wir nochmal in den Turbo-Modus. 2600 Lumen, ist schon sehr beeindruckend. Übrigens eine super Lampe für Lostblässler, um Räume, Hallen oder wie auch immer auszuleuchten. Richtig tolle Lampe hier, schaut euch das mal an. Ja, dann haben wir noch den Stroboskop. Auch 2600 Lumen. Nochmal den Turbo, das leuchten wir mal hier runter. Jetzt schaut euch das mal an. Also hat die Lampe mal weg. Das übernächste Nachbarhaus da hinten, ca. 90 Meter entfernt. Ihr seht schon, ist überhaupt kein Thema. Hier ist es taghell. Wahnsinn. Da nochmal mein Hausdach. Schaut euch das mal an hier. Das ist schon irre. Wunderschöne Taschenlampe von Trustfire. Gefällt mir richtig gut, das Ganze. Tolles Paket. Also wer eine schöne, leichte, taktische Taschenlampe sucht, macht hiermit auf jeden Fall nichts falsch. Gut, ich denke, das soll es mit den Praxisaufnahmen der Trustfire T21R gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas.
Bei mir geht es ja überwiegend um LED-Hochleistungstaschenlampen, aber auch um Messervorstellungen. Wer daran Interesse hat, kann natürlich bei mir auch gerne mal nachschauen. Falls ihr Fragen habt oder mal einen Kommentar dalassen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Mit mir kann man in der Regel über alles reden. Bin für alles offen. Wahnsinn hier. Schaut euch das mal an. Tolle Lampe. Gefällt mir richtig gut. Ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn ich mich wiederhole. Die Trustfire gefällt mir wirklich. Gut, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Und ihr hört wie immer von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.